Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video auf meinem schönen Kanal. Heute sind wir wieder natürlich in Son of the Forest. Und wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefällt, Abo und ein Like, natürlich ein Kommentar, wenn ihr ein paar Tipps wieder habt. Und ja, ihr wundert euch safe, warum hier ein paar zwei Wände Gold sind, Tischgold ist und die Kamine Gold sind und das Gold ist. Wundert euch nicht, ich habe experimentiert, das habt ihr ja in den anderen Videos schon gesehen. Und anscheinend habe ich auch vom Wick Nick habe ich einen Tipp bekommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, weil ich habe festgestellt, hier wurde Fleisch geklaut das eine Mal. Und da hat er mir so gesagt, diese neuen Waschbären klauen mir Essen. Aber ob das stimmt, weiß ich wirklich nicht. Ich habe es nie getestet. Aber ja, ich habe dann halt hier einen Haufen Zeug wieder in mein ganzen Zeug gelagert. Und heute werden wir... Warte, dafür muss ich einen kleinen Trick machen. Ist die Tür zu? Ja. Hier raus. Das Ding kann man auch Gold machen. Sagen wir mal. Heute werden wir hier weiter bauen. Also an unseren hübschen Werkstattlager. Weil wir sind ja noch nicht fertig. Und ich habe ja das Artefakt. Ich finde es sehr interessant. Man kann sich damit teleportieren, Dinge Gold machen. Und das habe ich euch erklärt. Man braucht dieses Ding hier für das Ende. Und dann würde ich mal sagen, ich werde heute, glaube ich, den Grundriss für die Mauer machen. Also insgesamt hier die einzelnen hochziehen. Ich habe ja hier wieder Holz zusammengesammelt. Und den Eingang, ich werde das mal hier machen. So, dann werde ich hier rüber gehen. Also ich werde, oh. Ja, und das haben wir ja noch gebaut, wo das Update nicht war. Das war echt dämlich. Weil jetzt kann man ja Fundamente bauen. Und mit Fundamenten funktioniert das ja viel leichter. Also da haben wir echt reingekackt. Ja, Freunde, da sehen wir uns wieder, wenn ich erstmal hier komplett alles außen herum gebaut habe. So, Freunde, wir sind jetzt damit fertig. Haben jetzt erstmal komplett jeden einzelnen Baumstamm außen herum gebaut. Dann merkt man, wie groß das ist. Gut, hier vorne habe ich auch eine andere Idee. Ich möchte hier so... Also ich werde das... Ich finde das schön, dass jetzt alles eine Anzeige hat. Hier, Holz, Steine. Das finde ich cool. Also das ist cool. Weil man hätte ja... Man wüsste ja gerne, wie viel man... Steine noch lagert. Aber anscheinend kann man insgesamt 28. Genau. Hier will ich jetzt sowas bauen. Das sieht auch richtig komisch jetzt aus, wie das Zeug sich so hinplatziert. Als würde es festkleben. Sieht richtig witzig aus. Jetzt brauche ich Sticks. Ja. Nee. Vielleicht hier hin? Nee. Hier hin. Ja. Genau so. Genau. Das müssen wir leider auch befestigen. Oh. Sonst geht uns das Ding kaputt. Jetzt hält das. Hier würde ich glauben. Es regnet. Muss uns nicht stören. Aber es ist cool, weil der Regen färbt irgendwie das Holz so anders. Das ist cool. Guck, das Holz nimmt da so eine richtig nasse Farbe an. Das finde ich cool. Also da haben sie auch dran gedacht. Okay, dann habe ich erstmal hier ein Dach. Ja, hier eins bitte. Ja, jetzt will es nicht platzieren. Witzig. Dankeschön. Okay, Freunde, dann werde ich mal sagen, ich werde das Haus jetzt mal anfangen zu bauen. Also soweit wie mein Holz reicht auch. Und da würde ich sagen, wir sehen uns einfach, wenn ich kein Holz mehr habe oder ich fertig bin. Oh,
He says if you're not a believer, I'll run you on his thoughts on you. Better shape up and pay your dues. I'll run you on his thoughts on you. So, Freunde, so einen kleinen Zwischenstand. Ich habe das jetzt so hier gebaut, wie ihr seht. Also insgesamt, ich versuche jetzt eine neuartig zu bauen. Also nicht so wie jetzt hier oder da. So normal. Es ist so ein hübsches. Es ist so ein normales Dach. Das will ich nicht. Ich versuche jetzt mal so ein Schrägdach rein zu klatschen. Und bei der Ecke will ich so ein halbes machen. Das wird schwierig. Aber ich probiere es mal. Und ja, wir haben gleich kein Holz mehr. Und wir sehen uns wieder, wenn das Holz halt alle ist. Ja, Freunde, damit mache ich erstmal so weit gekommen, wie ihr jetzt seht. Also wir sind recht weit gekommen. Und in der nächsten Folge werde ich weiterbauen. Also dann versuchen, das Dach zu bauen. Aber ich finde, wie es jetzt aussieht, sieht schon cool aus. Also es sieht komplett anders aus. Na, ich ist ja jetzt X geworden. Aber ich finde es cool. Es sieht schön aus. Es hat Stil. Und ja, Freunde, wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Abo und einem Like. Und natürlich einen Kommentar, wie euch das Gebäude jetzt gefällt, so wie ich es gebaut habe. Hoffentlich gefällt es euch. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und ciao.